Ist das, was uns Jesus im Evangelium hier sagt, liebe Schwestern und Brüder, einfach nur Berechnung? Also ein kleiner Trick, damit man nun ja auch erhöht wird? Man setzt sich immer ganz unten hin und dann weiß man, irgendwann kommt der große Moment und dann wird man befördert. Ich denke, Jesus meint das nicht. Denn wer sich auf den untersten Platz begibt, muss damit rechnen, auch da zu bleiben. Es ist kein Automatismus, dass da einer kommt und sagt, mein Freund, rücke weiter hinauf. Was wir hier lernen, das hat Heinrich Spähmann einmal mit dem Satz gesagt, es gehört zu den missionarischen Grundaufgaben der Kirche, nicht nur allen Menschen, also den sogenannten Heidenvölkern, das Evangelium zu bringen, übrigens auch heute noch, sondern auch den christlichen Glauben für Juden interessant zu machen. Das ist ein schwieriges Feld. Wir wissen, wie sehr darüber gestritten wird, über das Wort Judenmission. Aber es geht nicht, wir können nicht über Mission im gleichen Sinn sprechen, wie wir das anderweitig tun. Heinrich Spähmann sagt, wir können das nur tun, eine Attraktivität auslösen, indem wir das Gesetz überbieten. Überbieten. Das ist eine solche Geschichte und Gelegenheit hier, wo uns Jesus klar macht, worin das besteht. Die Überbietung des Gesetzes. Genau in der Linie, in der Jesus immer spricht. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz zu zerstören oder abzuschaffen, sondern um zu erfüllen. Wenn eure Gerechtigkeit nicht viel größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Es geht also nicht, wie wir das manchmal heutzutage hören, unter dem Stichwort einer sehr oberflächlich verstandenen Barmherzigkeit, um die permanente Unterbietung der Standards, sondern um ein Mehr. Und zwar nicht im Wissen darum, dass wir die Perfekten sind, dass es dann so ein paar Auserlesene gibt, die dann immer ganz oben sitzen. Sondern das Auserlesensein bedeutet eben, am untersten Platz, dort seinen Platz zu finden und dort auszuharren. Aber nicht, indem ich meine Standards, auch die moralischen, einfach herunterschraube. Auch nicht im Wissen, dass ich besser bin oder überlegen bin. Sondern mich mühe, das Beste aus mir herauszuholen, das kein anderer als Gott in mich hineingelegt hat. Und zwar am untersten Platz. Überbietung des Gesetzes. Attraktivität des Glaubens. Das sind die Punkte, die wir heute von Jesus lernen.